Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia in der Willow Street. Ich wollte sagen, willkommen zurück zu Willow Street. Wollte ich sagen, habe ich aber nicht. Weil ich es nicht gesagt habe, werdet ihr es nie erfahren. Na du? Na klar, bist warum, du. Warum steckt ihr beide ineinander? Was erklärt, würdet ihr mir das erklären? Aber alles Wissen macht Nase beschissen. Ja, du bist mir inne zu schmutzig. Ja, aber du stehst doch drauf, wenn den Krokant es abkratzen muss. Kann ich da nichts dafür? Ich gehe mich mal eben vom Geist umbringen, ja. Ist das auch eine Art Suizid? Ich weiß ja nicht. Ah, hier ist der Knochen. Okay, warte, ich gucke mal die Kamera. Wo ist er denn? Da. Jawohl. Ah, herrlich, ey. Darauf ein Brot mit Klabusterbeerenmarmelade. Lass es dir schmecken, guten Appetit. Eieieiei. Das ist los. Wir haben einen Hiding-Spot in der Garage und zwar ganz hinten rechts an den Holzbrettern. Okay. Wir haben einen Hiding-Spot hier im Kinderschlafzimmer. Den Kisten ganz hinten rechts. Ich glaube, der Geist ist auch ganz hinten rechts. Man weiß es nicht. So. Wir haben die Voodoo-Puppe. Geist ist im Keller. Von der Temperatur her. Könnt ihr mir vorstellen. Okay, oben im Elternschlafzimmer ist auch ein Hiding-Spot. Einmal, wenn ihr kommt, rechts natürlich. Und zwar hinter der Couch. Und notfalls auch links, wenn ihr reinkommt, hinterm Schreibtisch, hinter den Akten. Besser als nichts, aber kein richtiger Hiding-Spot. Ah, es ist hier relativ kalt und ich glaube, der hat gerade den Hammer nach mir geworfen. Das ist ein Arschloch, ne? Also, das macht man doch nicht. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ja. Ui. Okay. Säge. Es ist der Geist von Tim Allen. Es ist Tooltime. Bist du hier? Wie alt bist du? Rede mit uns. Hast du mich lieb? Hate. Orb haben wir auch. Geil. So cool. Naja, auch ist gut, ist das erste, ne? Doch. Ja. Wieso haben wir nicht auf das Telefon tauschen? Nee, wir nicht das tauschen. Oh doch, jetzt schon. Alles klar, Chef. Revenant, Yurei, Huntu oder... Onryo. So. Okay. Schreibe ins Buch. Wir haben Dots. Ja, meine ich nämlich auch gerade gesehen zu haben. Das ist ein Yurei. Cool, wie können wir denn so richtig schön Aggro machen? Müssen wir mal rausfinden. Wir müssen jedenfalls von der Hand entkommen und eine Kerze muss auch ausblasen. Hey, Yurei.
Wenn wir ihn smudgen, ist er eine Weile ruhig. Aber der wird unsere Sanity, draint der auch schneller als der von anderen Geistern. So. Ich wollte ohnehin noch Bilder, ne? Ja, stimmt. Hat den Breakhouse gemacht, der Penner. Unfassbar. Ein Zeichen. Er hat gerade das Buch weggeworfen, hat keinen Bock drauf. Gib mir ein Zeichen. Sie fängst lieber näher an die Tür. Moment. Du sollst mir ein Zeichen geben. Warum ich? Hey. Ich hab ein Geisterfoto von dir gemacht, während der mir vorbeigelatscht ist. Weißt du, du stehst da und pisst den an und auf mich rennt er los. Denk mal drüber nach. Oh ne, er hat den Breaker rausgemacht. Ein Zeichen. Sehr gut. Oh, wir brauchen noch eine Kerze. Hat jemand schon eine Kerze aufgestellt? Achso, nee, noch nicht. Ich hol. Die Kerze schützt sie vom Hand. Igel! Schöne Grüße von Timon! Und wo ist Bob? Grüß mal zurück, er hört's ja nicht, wenn ich jetzt antworte. Event. War ich mir nicht ganz sicher. Alter, der wirft mit Events um sich, ne? Ich hab gerade auch schon eins abgekriegt, dachte, es ist eine Hand. Ich glaube, der ist ein bisschen pissed. Hallo Timon! Hi, wie geht's dir? Schön, dass du auch reinschaust. Wenn du von unten bist, Marc, guck mal bitte, wie weit die Kruzifixe sind. Hand! Da war doch schon ein Versteck! Herr Daniel! Und verschwindet einer von beiden? Es tut mir leid, dass ich überall bin. Tut mir leid. Ich muss halt überall sein, mich mag sonst keiner. Hand ist vorbei, ihr Süßen. Ich find's schön, dass du es gut findest. Dankeschön. Alter, der Geist, ey.
Rennt. Ja, das ist. Das noch komplett intakt und das andere angeknabbert. Oh, gut. Kerze? Lass die Kerze aus. Der startet wahrscheinlich hier im Gang, oder? Aha! Was hast du denn gemacht? Kann die Tür, wenn die zu dir aufgeht, aber die exploiten. Unten gucken dabei, wenn man durch die Tür kommt. Das sieht auch so aus, als wenn du die Tür aushebelst und die gleich mitnehmen willst. Ja, hier, guck mal. So. Ja, ja, das geht auch nur, wenn die Tür zu dir aufgeht. Das heißt, okay. Das heißt, hier müsste es eigentlich auch gehen. Nach unten gucken und einfach durchlaufen. Genau. Wo die ja nach außen aufgeht, weißt du? Wir haben ja frühe Temperaturen jetzt hier im Gang. Was denn? Alles gut. Jetzt ich glaube, wir sollten die Kruzifixe hier draußen hinlegen. Ja, ich überschneide. Zumindest eins. Oh, das eine ist zerstört. Ja, eins zerstört. Das andere schon hingelegt. Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen. Sorry. Das ist ja nichts mit, ey. Das sieht ja auch geil aus. Er hat die Tür kaputt gemacht. Okay. Jetzt hast du Angeln gerissen. So. Oh, das mag der gar nicht. Wir gehen da mal, ne? Ja, frag dich mal, warum. Verpiss dich! Gut. Jetzt macht er hier jede Tür kaputt. What the fuck? Ich sperre den jetzt im Keller ein, den Penner. Da! Ah, der kommt da nicht mehr raus. Ah, das geht. Oh, das geht hier auch, Leute. Ja, das geht auch. Was hat der da jetzt gemacht? Das sah irgendwie krank aus, warte mal. Egal. Ist hiermit auch? Lol, ja, das geht. Alter, ist das dumm. Er macht hier jede Tür. Das ist echt lustig. Aber ich würde es jetzt, manche machen das halt, um Hans zu entkommen, wenn ihm die Tür entgegen aufgeht, weißt du? Das mache ich aber nicht. Das ist Cheating. Aber jetzt ist es zum Albern, ist es okay. Gut, sonst doch geht. Ja, ne? Ja. Ich trinke, ich bin dabei, Tim. Ich bin dabei. Vielen Dank. Welcome back. I prepared some jobs for you. Von was war denn dieser Trinkbefehl? Das hatten wir doch mal zu irgendeinem Event eingeführt, oder? Ja, das war damals für den 24-Stunden-Livestream, glaube ich, dass die Leute mich ans Trinken erinnern sollen. Ah, oh, das war noch Zeit, 24-Stunden-Livestream. Alter, war das cool. Machen wir auch mal wieder. Gerne. Nur Phasmophobia. Aber bitte an einem... an einem Tag, wo ich nicht arbeiten muss, weil sonst muss ich halt von der Arbeit aus mitmachen, ne? Ach so, ja, nee, ich würde sagen, montags fangen wir an. So um 14 Uhr. Das ist eine ganz gute Zeit. Ja, da kann doch jeder, hab ich doch gehört. Eieiei.